ist einfach so eine Aussage, dass es wirklich, also Menschen, schämt euch einfach an der Stelle. Dann hat hier einer geschrieben, bist du behindert? Ein anderer hat geschrieben, kann es sein, dass du behindert bist? Oder so, soll keine Beleidigung sein. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Kommentare, Leute. Und zwar um die meine oder meine Reaktion auf Kommentare. Ja, ihr seht es im Titel, es sind ein paar Kommentare dabei, wo ich schon mal ein bisschen drauf reagiert habe. Aber Leute, das habt ihr vielleicht schon im Prä-Intro gesehen. Wir kommen da gleich dazu. Aber jetzt fangen wir erstmal mit ein paar Fragen bzw. so allgemeinen Sachen an. Und zwar kommt hier ein Kommentar. Und zwar hat der Jibel Julian geschrieben, wie kann man in deine FA kommen? Mit meiner FA auf meinsucht.net, Leute, ihr kennt sie bestimmt. Nein, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, aber viele wollen da rein. Und wie genau funktioniert das jetzt? Kann man da überhaupt reinkommen? Oder ist deine FA privat, beziehungsweise deine FL, also Freundesliste? Nein, meine Freundesliste ist nicht privat, aber ich nehme auch nicht jeden rein. Das Ganze funktioniert halt einfach so, dass ich in Livestreams, wenn jemand vielleicht spendet, wenn jemand mich unterstützt, wenn jemand aktiv dabei ist, wenn ich mal sehe, dass jemand ständig einen Kommentar schreibt und dann fragt er einmal, ob er in die FL kommt und so weiter. Also so Leute, die halt wirklich krass mich supporten und sonst was, die kommen gerne in die FL rein. Und ja, sonst, es gibt nicht so direkt eine Möglichkeit. Außer ihr habt zum Beispiel meinen Skin drin. Die Leute, die meinen Skin drin haben und die mir dann eine FA schicken und ich die gerade sehe, dann nehme ich die auch immer gerne an. Also das sind so die Möglichkeiten, wie man halt in meine FL kommt, beziehungsweise mir eine FA schicken kann und ich nehme die dann auch an. Ja, und dann fragen auch immer sehr viele, wie heißt dein Texture Pack? In dem Fall hat The Killer das hier gefragt. Ja, den Link findet ihr einfach unten in der Videobeschreibung, da sind alle Sachen drin und ja, also guckt das euch einfach dort mal an. Und jetzt kommen wir mal zu einem Kommentar, den ich unter einem der letzten Videos bekommen habe, und zwar hier von Boom Boom, schön Tryjump Fake. Erstmal, das ist jetzt nicht so ein Satz, aber immerhin, er hat wahrscheinlich den Kommentar selber geliked und jemand anderes hat ihn noch geliked. Ja, das war bezogen auf das Tryjump-Video von meinsucht.net und ja, eine Sache dazu, Leute. Das Ganze ist im Prinzip ja ein Fake, beziehungsweise Fake ist ja immer etwas, eigentlich etwas schlechter machen als der vorher. In dem Fall ist es einfach eine Kopie von Tryjump und deswegen haben wir es ja auch Tryjump genannt, weil es nichts anderes ist als das von Bergwerk Labs. So, die haben das auf jeden Fall. Es gibt aber auch Jump Leech, das ist ungefähr genauso ähnlich. Also, nur dass wir jetzt wieder von einem Server klauen würden, den es einfach gar nicht mehr gibt. Bergwerk Labs hat zugemacht und einfach auf dem Server konnte man es leider nicht so gut spielen. Deswegen, weil Meinsucht eh schon noch keinen Jump-Modi hat, haben wir uns gedacht, hey, warum machen wir nicht einfach Tryjump? Tryjump ist eine bessere Version von Jump Leech und warum machen wir es da nicht einfach? Und deswegen haben wir es gemacht. Und natürlich ist es jetzt deine Meinung, wenn du findest, dass es ein Fake ist. Flutastisch nutzt da auch gerne den Vergleich zwischen zum Beispiel jetzt Edeka und Rewe oder sowas oder irgendeinem x-beliebigen Supermarkt. Wenn jetzt Edeka von Lidl oder Rewe oder was weiß ich, zum Beispiel die Prinzenrolle, ich weiß nicht, wo es die genau gibt, kann sein, dass sie auch bei beiden gibt, aber wenn die jetzt von denen einen Keks nachmachen und der schmeckt da besser, warum ist das dann auch faken? Schreibt mir eure Meinung unbedingt gerne unten rein, das ist ja auch ein Meinungsvideo, wo ihr gerne mal dazu schreiben, findet ihr, dass das Ganze fake ist, Tryjump, oder dass das geklaut ist, oder dass es einfach ein Spielmodi genauso gut gemacht, der genauso gut gemacht wurde und einfach das Ganze auf Meinsucht, damit, ja, da Bergwerk Labs ja eh zu hat, weiß ich nicht. Also eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare. So, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar hat hier der liebe ichbims1russe, ich sag nur klickgeile YouTuber und ich habe Japp drunter geantwortet. So, wer es nicht versteht, warum ich Japp drunter geantwortet habe, also ja, ist, dass jeder YouTuber meines Erachtens, jeder YouTuber, der ein paar auch Klicks bekommt auf seine Videos, klickgeil ist. Es ist so, Leute, jeder YouTuber freut sich über Klicks und jeder YouTuber, ja, ist in dem Fall klickgeil, weil er sich über die Klicks freut, weil er die Klicks geil findet im Prinzip, ja. Das heißt, jeder YouTuber ist klickgeil. Ein Julian Bam freut sich über die Klicks. Ein Flutastisch freut sich über die Klicks. Ein, was weiß ich, ein Rezo freut sich, wenn ein Video mehr Klicks gibt. Natürlich ist es bei denen auch noch so, dass sie damit Geld verdienen, umso mehr Klicks sie haben.
bei mir ja auch teilweise so, umso mehr Klicks ein Video hat, umso mehr Geld verdiene ich damit. Das ist ja kein Geheimnis. Und deswegen sind natürlich alle YouTuber auch klickgeil. Und wer sowas nicht versteht und das einfach nicht, also du kannst das gerne in die Kommentare schreiben, aber wir wissen das und ihr solltet das auch wissen. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann habe ich es euch jetzt gesagt. Also jeder YouTuber, der zumindest ein paar Klicks auf die Videos macht, ist klickgeil. Weil jeder freut sich, wenn er mehr Klicks hat, wenn er in die Trends kommt, wenn er, was weiß ich, mehr Likes kriegt und so weiter. Ach so Leute, wenn ihr natürlich denkt, dass es einen YouTuber gibt, der nicht so denkt, dann könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann hat der Stergi 101 geschrieben, machst du mal bitte eine Roomtour, das wäre richtig toll und interessant. Leute, ihr könnt jetzt einmal hier oben abstimmen. Soll ich hier oben, ist das da oder da oben? Da, glaube ich. Ich glaube da oben. Stimmt einfach mal da ab. Soll ich eine Roomtour machen? Ja oder nein? Einfach mal in der Infobox abstimmen, wäre auf jeden Fall mega cool. So, jetzt kommt der nächste schlaue Kommentar. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich lese ihn mal so vor, wie er da steht. Von Minecraft Zocken. Kannst du mein Tschüss unterstützen? IP, das habe ich jetzt ausgeblendet, bla bla bla, floex.de. Kannst du mein Tschüss unterstützen? Also, ich weiß nicht, was er da mit seiner Autokorrektur gemacht hat. Oder er hat es wirklich so eingegeben. Aber ich denke, das Tschüss hat er nicht selbst geschrieben. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht groß geschrieben. Und, ja. Also, musst du aufpassen nächsten Mal. Autokorrektur, Leute. Passt auf, passt auf. So, und dann kommt, davon kriege ich auch ganz viele Kommentare, Leute. Und zwar unter Hackerbann-Videos. Jetzt hat der Nick hier geschrieben, das war Gott, Bitch, du Idiot. Entbann ihn. Das war Gott, bitte, du Idiot, entbann in wieder. Ja, moin. Ich glaube, da kann die Autokorrektur auch nichts mehr retten. Also, natürlich ist das jetzt eher so ein Kommentar, der wirklich unnötig ist, weil er noch nicht mal geschrieben hat, wo und um wen es geht, noch nicht mal einen Ingame-Namen. Leute, das Problem ist immer bei diesem Hackerbann. Wenn ihr wirklich denkt, da hackt jemand nicht, dann müsst ihr auch reinschreiben, wer genau. Es bringt nichts, wenn ihr schreibt, der hat gegottbridged. Ich weiß ja gar nicht, an welcher Stelle des Videos ihr dann seid. Und in dem Fall, entbann in wieder. Also wirklich, Leute. Wenn ihr denkt, jemand hat nicht gehackt und es gibt da immer tausend verschiedene Meinungen. Der eine sagt, der hat gehackt, der andere sagt, er hat nicht gehackt. Aber dann belegt, nennt mir Gründe und die genaue Zeit, wann das passiert ist. Beziehungsweise den Ingame-Namen, damit ich wenigstens weiß, um wen es sich überhaupt dreht. Also so Kommentare durchstreichen. Absolut nicht. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Okay Leute, jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema und zwar gibt es da auch ein paar Kommentare zu. Ich lese einfach mal ein paar durch und ihr könnt mal eure Meinung dazu bilden. Und zwar hat hier einmal der Blockbuster Benny geschrieben, bist du hässlich, lach Smiley, irgendein Smiley, den es nicht gibt oder zumindest nicht auf youtube.com gibt. Lach Smiley, bla bla bla. Dann hat hier noch der Fabio geschrieben, du bist gut, aber lass die Zunge im Mund. Und der liebe Jan Games hat geschrieben, du hast rote Backen, nicht ernst nehmen. So, das sind jetzt sogar noch harmlose Kommentare. Die meisten anderen Kommentare werden natürlich gelöscht, wenn da jetzt Beleidigungen drin sind. So, erstmal zu der Sache, du bist hässlich. Meiner Meinung nach ist niemand oder kein Mensch auf diesem Planeten wirklich hässlich. Also wirklich so, wirklich einfach das Wort hässlich. Also wirklich hässlich. Meiner Meinung nach bin ich bestimmt nicht hübsch oder sowas. Das sage ich ja auch gar nicht zu mir selber, weißt du? Ich sage nicht, hey Leute, ich bin hübsch. Aber zu sagen, bist du hässlich oder du bist hässlich, ist einfach so eine Aussage, dass es wirklich, also Menschen, schämt euch einfach an der Stelle. Schämt euch einfach wirklich, weil zu sagen, du bist hässlich, ist einfach, ja, kein Kommentar dazu. So. Was findet ihr dazu? Darf man zu Menschen sagen, du bist hässlich, beziehungsweise das wirklich, du bist hässlich, also wirklich so sagen? Oder darf man das nicht? Schreibt das unbedingt mal unten in die Kommentare. Und dann hat ja noch der Jan geschrieben, du hast rote Backen, Hashtag nicht. Und dann ernst nehmen. Du hast rote Backen, das stimmt. Das Problem ist, dass ich da ja auch nicht wirklich was gegen machen kann. Das ist im Winter ziemlich schlimm und im Sommer jetzt gerade auch noch. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Ich muss vielleicht eigentlich mal zum Hautarzt gehen. Aber juckt. Also, tut mir leid. Jeder Mensch hat irgendwas. Der eine hat vielleicht weniger Haare an der linken Augenbraue und der andere hat
was weiß ich, einen fetten Pickel auf der Stirn habe ich auch manchmal, aber ist doch egal, wie jemand aussieht, oder? Also, solange er jetzt nicht wirklich so aussieht, dass man sich das nicht angucken kann, und tut mir leid, so sehe ich nicht aus, und das steht jetzt hier auch fest, ist mir egal, wer was dagegen sagt, aber das ist Fakt. Man kann mich bestimmt angucken, natürlich gibt es Menschen, die vielleicht nur ganz schöne Menschen angucken können, dann tut es mir leid, dann seid ihr das aber persönlich, das Problem, und nicht der Mensch selber, aber ja, jeder Mensch hat irgendwas, was vielleicht nicht so toll ist, und wenn jemand rote Wangen hat, beziehungsweise Backen, hat er jetzt hier geschrieben, dann ist das so, Leute, dann ist das so. Also das zum Thema Beleidigung und dem hässlich und so weiter. Und zum Ende, Leute, zum Ende des Videos kommen wir jetzt zu dem meistgeschriebenen negativen Kommentaren, beziehungsweise den meisten Fragen oder vielen Fragen. Ich blende einfach mal alle Kommentare hier kurz so ein, was es hier gibt, beziehungsweise einen Kommentar lasse ich mal kurz aus. Dann hat hier einer geschrieben, bist du behindert? Ein anderer hat geschrieben, kann es sein, dass du behindert bist? Oder so, soll keine Beleidigung sein, sieht halt nur so aus. Und dann, das ist jetzt ernst gemeint, hast du eine Behinderung, ich will dich nicht beleidigen, wenn es nicht so ist. Also ist es gar nicht böse gemeint, aber hast du eine Behinderung? Das sind jetzt wirklich die nettesten Kommentare, die es eigentlich gibt. Also die fragen ja nett, zum Beispiel, das ist jetzt ernst gemeint, hast du eine Behinderung, ist nicht böse gemeint, ist nicht als Beleidigung gemeint. Das sind wirklich nette Kommentare. So, dazu komme ich gleich nochmal, aber jetzt kommt ein Kommentar, der genau das Thema auch anschneidet. Und der schreibt einfach, er hat das Down-Syndrom. So ein Kommentar ist wirklich einfach nur low. Wer da einen Spaß über das Down-Syndrom macht, der soll echt mal über sich selber nachdenken und ohne Witz, Kult, ich blende jetzt auch nicht deinen Namen aus, aber schäm dich einfach, dass du solche Kommentare machst, wirklich. Mit dem Down-Syndrom, manchen Menschen wünscht man ja echt, dass sie mal so, einmal so oder einmal eine Woche sowas erleben und in dieser Krankheit stecken und dann mal überlegen, womit sie im Internet rumspäßeln. Ob das jetzt gerade ein Wort war, keine Ahnung. Aber Leute, zu dem Behinderungszeug. Viele fragen sich das Zeug immer wieder. Ich habe ja gerade so ein paar Sachen angesprochen. Ich habe rote Wangen, meine Zunge ist zu lang und so weiter. Und ich lispe auch manchmal. Das ist leider so. Und das bin ich einfach ich. Das ist keine Behinderung. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Das Video dreht sich viel größer um das Thema Behinderung und so weiter. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder jetzt hier oben in der Infobox. Und das könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt angucken, denn ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich noch mehr auf Kommentare reagieren soll, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden damit, weil so ein paar Sachen hier sind, glaube ich, wichtig zum Verhalten vielleicht auch mal. Und ja, unbedingt die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Denkt dran zu abonnieren und auf Twitter kriegt ihr übrigens bald eine Ankündigung. Und zwar ist da nämlich wieder ein Gewinnspiel. Und auf Instagram poste ich im Moment echt regelmäßig Bilder. Das heißt, folgt mir da auf beiden Plattformen, heiße ich FloXJT. FloXYT, genau, also YouTube YT. Und ja, jetzt haut rein, Leute. Und das nächste Death is a Zuschauer nehme ich die Tage auf. Also guckt einfach auf Instagram und Twitter, da kündige ich das an. Und jetzt haut rein und schaut das nächste Video an. Ciao, ciao.